Kraft ist so stark jetzt hier. Vielleicht lass es uns alles mal singen in Form eines Summens, dieses Leben. Und wenn du es sanft singst vor dir, sing es mit für deine Familie, für deine Klassenkameraden, für deine Nachbarn. Lass uns, wo Sonne heißt, rette doch, Herr. Komm, rette doch. Lass uns nochmal summen im Geist zusammen. Alle zusammen. Plötzlich so aus den beiden Händen. Man konnte spüren die Wundmale von Jesus.
gebrochen sind von den Nägeln. Ich dachte, Herr, wenn das ist, was ich gerade spüren kann, deine Wundmale, die durchbohrt wurden, deine Hände für die Sünde der ganzen Welt, für die Errettung der ganzen Welt, für jeden Menschen. Was für eine Gegenwart Gottes ist hier. Vielleicht können wir alle zusammen, vielleicht schließt du mal deine Augen, kannst du auch offen lassen, aber dass wir zum Schluss des Gottes noch einmal vielleicht für einen Menschen beten, den du kennst, der Jesus noch nicht kennt, der noch nicht errettet ist. Und dann heb doch deine Hände so vor dich hin oder so. Und sag, Herr, diese Wundmale, deine durchbohrten Hände, Herr, sie sollen sich jetzt auf diesen Menschen legen. Deine Hände, die durchbohrt sind für die Sünde der Welt und Heilung und Errettung gebracht haben, leg sie jetzt auf diesen Menschen. Komm, wir beten gerade jetzt, während die Musik spielt. Denk an einen Menschen, lass dir vom Heiligen Geist einen Menschen jetzt aufs Herz legen. Und dann beten wir für eine Minute für diese Person.